Also Freunde, Super Saiyan 3 von Goku kehrt zurück. Vegeta kämpft gegen Toppo und der Wunsch mit den Super Dragon Balls wird nochmal ordentlich besprochen. Dies und mehr gibt's im heutigen Video. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's. Jo Leute, Schuppen hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Es geht heute mal wieder um die Fragen zu der Dragon Ball Super Folge 113 und dem weiteren Verlauf des Turnier der Kraft. Ihr dürft mir natürlich wieder mal auf Instagram Fragen stellen und diesmal ist diese Frageversion oder dieses Fragevideo ein bisschen anders, denn es gab natürlich aufgrund der Spoiler sehr, sehr viele neue Fragen. Aber um nicht zu spoilern, werde ich diese paar Fragen ans Ende des Videos packen und dann euch vorher warnen. Deswegen für die Leute, die Spoiler noch nicht mitbekommen haben, keine Sorge an der Stelle, aber ich denke sowieso, dass fast alle das mitbekommen haben, weil man da gar nicht drum herum konnte. Aber wie gesagt, fangen wir an mit der ersten Frage von One Piece Fanboy. Wer wird aus Universum 7 als nächster fliegen? Also, eine Frage, die natürlich im Raum steht und ich denke, bald wird sogar dazu kommen. Ich denke, wir haben da zwei Parteien, die sehr, sehr stark darauf hinauslaufen, rauszufliegen. Und zwar haben wir einmal da die Cyborgs und natürlich Piccolo. Ich denke, der Rest wird erstmal eine Plot-Armo haben, weil alle noch essentiell wichtig sind für die Story, die sich im Tunnel der Kraft noch entwickeln wird. Also, fangen wir an mit den Cyborgs. Die Cyborgs hatten ja schon ihr Highlight gehabt gegen die Pride Trooper, gegen Carceral, den General der Pride Trooper. Und die wurden eigentlich ganz gut gezeigt. Die 17 hat ja nochmal ein extra Highlight gehabt gegen Kakunza von Universum 2. Und ich sehe das Ganze nicht wirklich so, dass sie nochmal ein fettes Highlight bekommen. Ich denke, einen Kampf könnten sie noch haben, aber im Grunde genommen denke ich schon, dass sie dann rausfliegen können. Früher oder später, je nachdem, wann man sie rauskicken möchte. Und Piccolo wird man dann rauskicken, wenn er halt für Gohan rausfliegen soll, um Gohan irgendwie zu pushen. Weil beim Piccolo ist es so, Piccolo ist ein toller Charakter. Piccolo ist einer meiner absoluten Lieblingscharakter aus dem ganzen Dragon Ball Universum. Aber Piccolo wird nicht so toll in Dragon Ball Super behandelt. Das war schon gegen Frost damals so. Deswegen glaube ich nicht, dass er einen guten Moment bekommen wird. Aber die Namekianer sind da als Highlight. Vielleicht könnten die eventuell das Ganze so pushen, dass man einen Piccolo-Moment bekommt, aber meine Gedanken sind so, dass die Cyborgs oder Piccolo als nächstes rausfliegen werden. Vielleicht fliegt auch erstmal nur zu 17 raus und zu 18 bleibt oder andersherum. Kann natürlich an der Stelle genau so sein. So, nächste Frage von Dan-KNPP. Glaubst du, dass Goku in den Super Saiyan 3 tatsächlich zeigt, auch wenn er so ein Energiefresser ist? Ja, wir haben in der Preview gesehen, dass Son Goku den Super Saiyan 3 angesprochen hat und wir haben schon im Vorfeld gesehen, dass Son Goku im Gespräch mit Caulifla den Super Saiyan 2 angesprochen hat und gesagt hat, dass sie diese Form erlernen soll und das auch geschafft hat. Und ja, das Ding ist, Son Goku wird den Super Saiyan 3 anwenden. Ich habe mir den lange gewünscht, weil er einfach eine sehr, sehr coole Transformation ist. Er wird jetzt nun kommen und ja, der Super Saiyan 3 war damals ein unglaublicher Energiefresser, deswegen musste Goku ja zurück ins Jenseits. Auf jeden Fall kann ich mir das so vorstellen, dass es zwei Wege gibt. Und zwar den ersten Weg, dass Son Goku sagt, okay, um Caulifla was beizubringen, werde ich den Super Saiyan 3 jetzt zeigen. Das wäre auch so ein ähnliches Szenario wie beispielsweise damals mit Goten und Trunks, um denen was zu beweisen, sage ich mal, hat er das ja auch mehr oder weniger gezeigt. So kam ja auch Goten Super Saiyan 3 früher oder später zustande. So kann es auch hier sein, dass der Caulifla einfach diese Form zeigen möchte, um ihr etwas mit auf den Weg zu geben, um sie weiter zu unterrichten. Wir haben schon im Vorfeld gesehen, dass er auf jeden Fall Spaß daran hat, Caulifla zu unterrichten. Und auf der anderen Seite kann ich so sehen, dass man das so macht, dass der Super Saiyan 3 nun so erklärt wird, dass Son Goku die Kontrolle über ihn erlangt hat, weil es halt so ist, dass Son Goku weit fortgeschritten ist. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich dazu kommt, dass man das Ganze so bearbeitet, dass man den Super Saiyan 3 jetzt in dem Sinne so viable macht und ihn so ausdauermäßig macht, dass man halt länger in ihn drin bleiben kann, weil ich finde immer noch, ist es so, dass der Super Saiyan 3 Form eine Form ist, die einfach nicht perfekt sein soll. Der Super Saiyan bietet immer noch die beste, sage ich mal, Ausgangslage für einen Kampf. Natürlich hat man noch den Super Saiyan 2, aber der Super Saiyan 3 war immer krass, aber war immer so die Form, die sehr, sehr viel Kraft gegeben hat, aber der immer etwas gefehlt hat. Deswegen glaube ich einfach, dass es so bleiben wird und Son Goku einfach an der Stelle Caulifla nur etwas beibringen möchte und dann diesen Kraftverbrauch mit einbezieht oder dann, sag mal, mit wegsteckt, obwohl natürlich das Turnier der Kraft ein Turnier ist, wo man seine Ausdauer eigentlich sparen sollte. Aber das ist Son Goku und ich denke, deswegen wird das wahrscheinlich so machen. Was sind eure Gedanken dazu? Würde mich da auch sehr, sehr interessieren. Der Super Saiyan 3 Hype wird da natürlich auch bald beginnen. Dann kommen wir zu Ahmed-Gazi2001. Glaubst du, dass Vegeta Super Saiyan 100% benutzt und dann gegen Jiren kämpft? Eine sehr, sehr gute Frage und zwar ist es natürlich so, dass man sagen würde, okay, Ultra Instinct ist jetzt das neue Modell in Dragon Ball Super, deswegen muss Vegeta das früher oder später bekommen, aber wir haben den Manga von Dragon Ball Super und im Manga sehen wir ganz, ganz klar, dass der Super Saiyan Blue nochmal ausgeweitet worden ist. Im Kampf von Son Goku gegen Zamasu kam es dazu, dass Son Goku die Super Saiyan Blue 100% Form enthüllt hat. Das war die Form ohne Aura, denn die Aura des Super Saiyan Blue verbraucht Unmengen an Energie und mit dem Training von Son Goku kam er dazu, dass er, wie gesagt, diesen ganzen Kraftverbrauch negiert hat und so die perfekte Kontrolle vom Super Saiyan Blue hat. Man kann es ein bisschen so vergleichen wie mit den Full Power Super Saiyan aus
aus der Cell-Saga damals, nicht ganz, aber schon so ein wenig. Bei Vegeta ist es genauso, diese Form auch gegen Virus angewendet im Kampf. Und das Ding ist, wir haben im Vorfeld gesehen, dass es zum Beispiel dazu gekommen ist, dass wir den Gott Blue-Switch gesehen haben bei Goku gegen Hit im Turnier. Im Manga, da war es so, dass Son Goku im Gott gekämpft hat und dann in den Blue geswitcht ist. Und im Manga war es später so, dass Vegeta das gleiche getan hat gegen Goku Black. Und wir sehen ja im Anime, dass Son Goku das getan hat gegen Dyspawn Kunchi. Und dass Vegeta dann im Anime diese Super Saiyan Blue 100% Form anwendet, ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht das Vegeta-Highlight sein könnte, weil das durchaus Sinn machen würde. Und die Frage ist natürlich auch, wird er überhaupt gegen Jiren gehen? Ich meine, er hat gesagt, er möchte gegen Jiren kämpfen. Das heißt aber nicht gleich, dass er 100%ig gegen Jiren kämpfen wird, weil unser guter Justice Boy Toppo noch da ist, ist das ein bisschen fragwürdig. Aber Vegeta muss ja irgendetwas haben. Goku ist meilenweit voraus und wenigstens in dem Arc nach dem ganzen Training im Raum von Geist und Zeit sollte man doch irgendetwas haben, um irgendwie doch hier stark zu kämpfen. Aber eventuell kann es auch dazu kommen, dass Vegetas Highlight in dem Sinne im Turnier der Kraft das sein soll, dass Vegeta die meisten KOs macht. Denn Vegeta ist momentan bei 9 KOs. Wenn er ein KO noch landet, dann hat er quasi ein ganzes Universum alleine ausgelöscht, was ziemlich lustig ist. Deswegen könnte das sein, was man bei Vegeta hat, weil ich denke, er könnte Toppo raushauen und auch Dyspo, das heißt, hätte hier 11 KOs und wir haben natürlich auch Ribrian, die ja auch raushauen könnte. Deswegen, Vegeta kann noch ziemlich, ziemlich viel KOs reinholen. Also es wird ziemlich, ziemlich cool. Darüber würde ich mich auch freuen, weil das halt so eine Sache wäre, wo Vegeta sagen könnte, hey, Kakarot, ich habe mehr KOs als du gelandet. Dann würde Goku sagen, hey, Digga, hast du diesen grauen Typen da gesehen? Den habe ich rausgehauen. Deswegen wäre das eigentlich ganz cool, aber mal sehen. Vegeta ist noch so eine Sache, die offen ist, die sehr, sehr spannend werden kann im zukünftigen Verlauf. So, kommen wir zu der Frage von Emin-Hagverdiev, glaube ich. Was glaubst du, wie lange es von Goku braucht, um wieder volle Kraft zu bekommen, weil Kale und Kalifla haben mehrere Folgen gebraucht und dass Son Goku nochmal in den Super Saiyan 3 geht, verliert er doch mehr Kraft oder nicht? Wie siehst du das? Also, Super Saiyan 3 kommt halt darauf an, ob man das ändert oder ob man das so da lässt und ja, er braucht nicht so lange wie Kale und Kalifla, weil wir haben zwar gesehen, dass er mehr Schaden davon getragen hat, wie es aussieht, aber es kam natürlich dazu, dass er von Freezer Energie bekommen hat, deswegen hat er eine kleine Hilfestellung bekommen und ich denke, er muss nur ein bisschen wieder in den Kampf kommen und sich so ein bisschen langsam regenerieren und das wird schon reichen, deswegen so 3-4 Folgen wird das schon dauern, obwohl der Kampf zwischen Goku und Kalifla und Kale könnte eventuell genug sein. Wir wissen, dass es in der Folge 113 einen Kampf geben wird, in der Folge 114 und in der Folge 115. Deswegen, ja, das sind 3 Folgen, die kämpfen werden. Ich glaube schon, dass Goku da langsam aber sicher wieder in den Groove reinkommen wird. Zumal wir auch sehen, dass er halt in dieser Folge den Super Saiyan und den Super Saiyan 3 verwenden wird, sehen wir hier ganz, ganz klar. Son Goku kommt langsam aber sicher wieder, ja, auf seine alte Stärke zurück, wenn man so möchte. Also so lange wird es nicht dauern wie bei Kale und Kalifla. Boah, ich glaube, dass man Kale und Kalifla einfach ein bisschen zurückgehalten hat, um jetzt das Highlight von denen wieder mit reinzubringen. So, kommen wir zu der Frage von AF339X. Im Anime wird gesagt, dass der Daishinkan der 5-stärkste ist und Zeno nicht kämpft. Heißt das, dass jetzt noch irgendein Charakter, der stärker ist als der Daishinkan, nochmal in Dragon Ball Super auftritt? Also, die Aussage ist vielleicht so ein bisschen tricky für manche gewesen, deswegen habe ich das mit reingenommen, um das Ganze zu erklären. Und zwar, es wurde gesagt im Anime, dass der Daishinkan unter den Top 5 stärksten Personen ist, die kämpfen. Das heißt, er ist unter diesen Top 5. Er kann Platz 1 sein, er kann Platz 2 sein, er kann aber auch Platz 5 sein. Im Manga wurde gesagt, dass der Daishinkan der stärkste Kämpfer ist. Und wir sehen ja an der Reaktion vom Daishinkan auf den Kampf von Jiren und Goku, dass das Ganze sehr, sehr stark suggeriert, dass der Dude ziemlich stark ist. Deswegen denke ich auch hier, dass er auch im Anime einfach der stärkste Kämpfer ist. Aber die Wortwahl einfach anders war. Wir sehen ja, dass der Manga damit übereinstimmt. Und beides ist ja vom Manuskript von Toriyama. Deswegen passt es einfach, dass der Daishinkan sehr, sehr wahrscheinlich auch im Anime der stärkste Kämpfer ist. Kann natürlich noch geändert werden, aber guckt euch ihn an. Da kann man, glaube ich, nichts anderes denken, dass der nicht der stärkste ist. Also, zur nächsten Frage von Milad-75k. Du hattest mal die Vermutung, dass wenn Son Goku gewinnt, dass er sich wünscht, dass alle Universen zu einem werden. Aber was passiert mit den Engeln Gott der Zerstörungen und den Kaioshins? Also, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass Son Goku gewinnt und dann mit deinem Wunsch alles so schafft, dass alle Universen wieder hergestellt werden und alle zu einem werden, wenn das überhaupt in einen Wunsch verpackt werden kann oder je nachdem, wie man das löst, auf jeden Fall. Wenn wir dieses Szenario haben, dann kommt es natürlich dazu, dass zwar alle ein Universum sind, aber es kommt dazu, dass die Größe immer noch bleibt. Das heißt natürlich, dass man das einfach aufteilen wird und das ist halt so eine Lösung, dass es im Endeffekt immer noch verschiedene Quadranten gibt, also verschiedene Universen, aber nicht offiziell gesehen. Das heißt halt, dass Zeno, weil er ein kleines Kind ist, glücklich ist, weil er wollte weniger Universen haben. Jedoch im Endeffekt ist es so, dass Zeno natürlich weniger zum Herrschen haben wollte, weil ihm das zu viel geworden ist, aber wenn man das so machen würde, dass alle Universen zu einem werden, dann ist es natürlich immer noch so, dass die Größe bleibt, aber Zeno ist wie gesagt ein kleines Kind, deswegen würde es für ihn so sein, okay, hey, die Universen sind jetzt eins, das heißt, alles ist kleiner geworden, das heißt, ich bin glücklich. Also, es wäre ein ganz, ganz klassisches Dragon Ball Ending oder eben eine ganz, ganz klassische Lösung von so einem Dragon Ball Szenario, sage ich mal, weil das wäre halt sehr, sehr einfach gelöst und das passt eben dazu, deswegen sowas kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann zu der nächsten Frage von Berke Chan 0601.
Denkst du, Vegeta besiegt Toppo und kämpft gegen Jiren und denkst du, Vegeta hat eine kleine Chance zu gewinnen? Ich denke, Vegeta ohne Ultra Instinct hat keine Chance gegen Jiren, ist eigentlich für mich naheliegend und Vegeta wird Toppo besiegen. Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Toppo ist natürlich sehr, sehr stark, könnte eventuell ein bisschen mehr Hype sein, als ich mir das vorgestellt habe, aber kann Vegetas Highlight sein in dem Sinne, dass Vegeta wirklich gegen Toppo kämpft und das dann dieser große Moment sein wird von ihm, vielleicht auch gegen Toppo und Dispo und vielleicht könnte sich noch ein Plot entwickeln mit Freezer, wäre auch nochmal sehr, sehr interessant. Aber ja, ich denke, Vegeta gegen Jiren, das wird nicht funktionieren, weil man braucht den Ultra Instinct dafür und ich glaube, Vegeta wird schwer in der Lage sein, in so eine Situation zu kommen wie Son Goku mit der Genki-Dama. Deswegen muss Goku den Tag da wahrscheinlich wohl eher retten. Dann Zertag Karan. Goku hat ja gesagt, dass er die Dragon Balls für Chichi oder seine Kinder benutzt. Also heißt es, dass er kein Interesse hat, die anderen Universen wiederzubeleben oder habe ich da was falsch verstanden? Im Prinzip nicht, aber Leute, überlegt mal. Es ist Goku und wie lange kennt ihr schon Son Goku? Son Goku ist naiv, was das angeht. Son Goku ist es nicht bewusst. Also es ist immer so gewesen, dass Son Goku, wenn er dieses Turnier gewinnt, dann wird er sich erst dessen bewusst, was hier passiert ist, dass alle Universen wechseln und dann wird er natürlich diesen Wunsch äußern, weil das einfach in seiner Natur ist. Aber momentan interessiert ihn das nicht, weil das einfach nicht auf seinem Tablett ist, sage ich mal. Auf seinem Tablett ist nur gegen Jiren kämpfen, gegen Caulifla kämpfen, gegen Kell kämpfen. Aber alles, was Rettung angeht, kommt natürlich später. Deswegen hat er in dem Sinne so Rivian geantwortet, dass er noch gar nicht weiß, was er sich wünschen wird, aber das wird ihm natürlich dann früher oder später einfallen, weil wir haben auch gesehen, als Universum 9 ausgelöscht worden ist, war er sehr, sehr ernst und da haben auch Son Goku und Vegeta über die Super Dragon Balls geredet, deswegen haben wir das hier und es wäre ein nicht wirkliches typisches Ending für einen Shonen Anime, wenn alle Universen einfach zerstört bleiben, es wäre einfach zu düster an der Stelle, deswegen glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird und damit kommen wir zu der Spoiler-Sektion von diesem Fragevideo und zwar, Leute, schaltet jetzt weg, wenn ihr die Spoiler zu Folge 115 nicht wissen wollt, wirklich, das ist echt so eine Sache. Ja, müsst ihr halt selber entscheiden. Auf jeden Fall kommt es dazu, dass Caulifla und Kale in der Folge 115 die Fusion anwenden werden. Also ist es sehr, sehr wahrscheinlich, weil der Name gedroppt worden ist. Goku gegen Kefura. Und Kefura ist eine Zusammenstellung von Kiru und auch Caulifla, also Caulifla und Kale. Der Name, den wir dann hätten, wäre halt Kafla. Sie wird auftreten, deswegen kommt hier die erste Frage von Ushia, die Kakan. Was glaubst du, wie die beiden fusioniert aussehen werden? Also, ich bin mal gespannt, wie das mit den Haaren gelöst wird, weil Caulifla ist ein klassischer Super Saiyan und Kale ist ein Broly Super Saiyan, also ein Berserker Super Saiyan, der grüne Haarfarbe hat. Deswegen bin ich mal gespannt, ob man das Ganze so mischt, dass man zwei Farben miteinander mischt oder dass man eine grüne Haarpartei hat und eine gelbe Haarpartei hat, dass man halt das ein bisschen so trennt, wäre auch ganz cool. Aber ich denke, eine Super Saiyan Girl mit dieser Weste, Leute, das wird, glaube ich, Hype aussehen, das wird, glaube ich, ziemlich cool aussehen. Allgemein ist ja dieses Fusionsdesign mit der Weste sehr, sehr cool. Deswegen glaube ich, dass da demnächst im Weg steht, dass das Ganze sehr, sehr cool aussehen wird und auch Hype auslösen wird. Und dann kommt zu der nächsten Frage von CD-4313. Es heißt ja, dass es ein neuer Superkrieger oder sowas ist und du hast gesagt, dass sie fusionieren. Aber wie wollen sie sich fusionieren, wenn man keine Tricks anwenden darf? Also, die Frage hat mich ziemlich beschäftigt, weil die ziemlich oft aufgetreten ist und ich da ein bisschen meinen Kopf geschüttelt habe. Und zwar, Leute, die Potara-Fusion ist eine Fusion, die mit den Ohrringen gemacht wird. Also ist es eine Fusion, die nicht in den Regeln mit drin steht. Es ist ein Verbot, es ist ein Regelverstoß, weil es halt Gegenstände sind. Die Tanzfusion ist eine Technik wie das Kamehameha, wie das Final Flash. Ja, also es ist anwendbar, man darf es benutzen, nur nicht jeder kennt diese Fusion und Goku wird dann diese Fusion denen beibringen oder Champa, denn es könnte auch sein, dass Champa denen im Vorfeld was gezeigt hat, aber wahrscheinlich wird es dazu kommen, dass Son Goku diese Fusion denen zeigt und dann kommt es natürlich auch dazu, dass Gohan eventuell auch diese Fusion sehen könnte und Vegeta ebenfalls, also kann natürlich ein mögliches Szenario kommen, wo wir nochmal eine Fusion haben mit einem Charakter und Son Goku, ich glaube nicht, dass es so kommen wird, aber die Hoffnung oder die kleine Chance ist dafür auf jeden Fall vorhanden, da gab es nochmal eine extra Frage von der ganzen Community und zwar, wie stark ist denn diese Fusion Kefaru? Kann sie gegen Goku gewinnen? Und die Fusion wird natürlich sehr, sehr stark sein. Die wird sehr, sehr stark sein. Eine Fusion ist allgemein unglaublich stark und ich bin mir sicher, dass diese Fusion auch den Super Saiyan 3 erreichen wird. Ich denke, mit der Fusion möchte man ein bisschen eine Gotenks-Anlehnung schaffen. Das heißt, dass die Fusion sehr, sehr, sehr krass sein kann und auch nicht so lange halten wird wegen der Energie oder wegen dem Energieverbrauch. Aber die Fusion kann Goku ordentlich einheizen. Wir haben schon gesehen, dass Kale im Berserker-Modus gegen Super Saiyan Blue Goku kämpfen konnte, auch wenn die nicht so stark war wie ein Super Saiyan Blue, aber sie konnte auf jeden Fall Goku ordentlich in die Ecke drängen. Deswegen wird die Fusion ein harter Gegner werden für Son Goku. Eventuell sehen wir sogar die Blue Kaioken und eventuell kommt es auch dazu, dass bei Son Goku wieder irgendwas getriggert wird und er vielleicht durch Kefaru in die Ultra Instinct Form kommt. Wäre auf jeden Fall ein Szenario, was ich mir denken könnte, was passieren könnte und so könnte dann Jiren wieder aufstehen und dann wieder seinen Kampf gegen Goku einfordern und das könnte dann vielleicht doch das Finale vom Turnier der Kraft sein. Deswegen haben wir das nochmal an der Stelle. Mal gucken, inwiefern in den nächsten Folgen, also in der Folge 113, 114 und
der Folge 115 die Screentime sein wird von Goku, Caulifla und Kale. Das ist nochmal wichtig, weil wenn die Screentime von dem nicht so hoch ist, dann kommt es natürlich dazu, dass offscreen oder nebenbei sehr, sehr viele Leute rausfliegen können. Und wir haben, glaube ich, nur noch 28 Teilnehmer. Deswegen kann es jetzt wirklich eng werden für die Universen in dem Sinne. Ich bin damit raus, wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr bis jetzt geschaut habt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare als Anlehnung für den alten Dragon Ball Film Hashtag Fusion Reborn rein. Würde mich da auf jeden Fall sehr freuen. Und damit gebe ich euch auch noch eine Frage zurück. Und zwar, was glaubt ihr, wer wird als nächstes von Universum 7 rausfliegen? Oder allgemein, was denkt ihr, welcher Teilnehmer vom ganzen Turnier der Kraft wird als nächstes rausfliegen und warum? Und Leute, übertreibt sich Betrieb wieder an der Stelle. Wie dem auch sei, bis dahin, haut rein!